Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen. Ich begrüße euch hier heute bei herrlichstem, ja man kann schon sagen Sommerwetter, obwohl heute der 3. Mai ist, oder ist der 4. Mai, ich weiß es gar nicht so ganz genau. Ich erkläre euch gleich, warum ich das nicht so genau weiß. Jedenfalls ist es Freitag und ist das Electric Devils Community Wochenende im Allgäu. Wir sind gestern Nachmittag, haben wir gestartet, das Wohnmobil zu packen. Zeige ich euch mal eben ein paar Bilder beim Hülse hier in Nordwalde im Münsterland. Da haben wir die Räder in Pferdeanhänger gepackt. Hier mit 5 Fahrrädern sind wir unterwegs, 5 E-Bikes. Das Wohnmobil beladen. Aber wir sind hier auf dem Campingplatz im Allgäu heute Nacht und die morgige Nacht auch. Heute Nacht die ganze Nacht durchgefahren, also 0 Uhr gestartet. Darum bin ich noch so ein bisschen Gaga im Kopf. Darum ein bisschen verwirrt hier, was für ein Datum wir überhaupt heute haben hier. Jedenfalls ist es Freitag, sind hier auf dem Campingplatz in Ölschlesee, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Ganz netter Campingplatz, ganz nette Leute an der Rezeption. Und wie gesagt, das erste Electric Devils Community Wochenende 2023 hier im Allgäu mit ganz netten Leuten und seid gespannt, was wir da so erleben. Ich werde es euch hier auf jeden Fall zeigen und berichten. Der Peter natürlich wieder auch dabei und ist ja schon sein Markenzeichen geworden, die Strandmuschel, darum muss er oben noch ein bisschen Plane drüber machen. Denn das beste Wetter ist für heute Nacht gar nicht so gemeldet, ein bisschen Gewitter sogar und ein bisschen heftiger Niederschlag. Schauen wir mal. In den ersten Stunden haben wir uns schon ganz gut eingelebt jetzt hier auf dem Campingplatz. Morgen gibt es dann auch die Electric Devils Community Tour hier im Allgäu. Und heute Abend noch was ganz Feines hier. Lecker Schichtfleisch im Dutch Oven. Übrigens hier ein 14 Zoll Ofen. 5 Kilo Schweinenacken drin. Habe ich gestern stundenlang in der Küche gestanden, um das hier vorzubereiten. Kein Scherz. Den gibt es heute Abend noch für alle. Und lassen wir den Abend noch nett ausklingen. Und dann morgen die Tour. Und dann sehen wir uns wieder. Ciao. Ja, einen wunderschönen guten Morgen hier vom Campingplatz Öschlesee im Allgäu. Ich habe super geschlafen hier. 8 Stunden im Zelt. Das ist bei mir nicht unbedingt Standard, sonst werde ich schon mal ab und zu wach zwischendurch. Also Schlafsetup wohl offensichtlich richtig gewählt, klappt ganz gut. Und die meisten Devils sind hier auch schon auf dem Zeltplatz wieder unterwegs heute Morgen. Müssen wir gleich mal aufmachen, einen kleinen Fußmarsch zur Rezeption. Da kommt gleich der Bäckerwagen. Das machen wir gleich richtig hier was zu frühstücken auf den Teller bekommt. Jungs, was meint ihr? Hunger? Kaffeedurst. Kaffeedurst? Hast du noch keinen Kaffee gekocht für deinen Chef? Hast du noch keinen Kaffee gekocht? Natürlich nicht. Oh, Leute, ne? Ja. Ich dachte, du machst was für mich? Mal ausnahmsweise mal. Na gut, schauen wir mal. Ja, liebe Leute, ich habe ja hier meinen Helinox Campingsessel dabei. Schön in, was ist das für eine Farbe? Türkis nennt man das, glaube ich, ne? Und passend dazu hat der Markus hier die Makita Kaffeemaschine. Guckt euch das mal an, was es alle gibt, ne? Mit Akku, weil ich habe ja auch Makita Maschinen zu Hause, aber das ist so eine richtige Senseo Kaffeemaschine. Weiß nicht, wäre das nochmal so ein Upgrade fürs Camping, dass man nicht mehr mit dem Trangia unterwegs ist und dann immer heiß Wasser macht, sondern hier. Ja, aber ja, schon, also ja, du musst Ladegeräte mitschleppen. Der Akku, der hält 2 Tasten, dann ist er leer. Ne? Da muss man muss dazu sagen, er ist mit Auto hier, von daher kann er das alles mitnehmen. Aber ich finde es schon spannend. Wusste ich nicht, dass es sowas gibt. Ne? Wieder was dazu gelernt. Wir haben uns schon alle. Gestern Abend, heute Nacht hat es nochmal ordentlich geregnet, mit Gewitter. Von daher war es auch ganz gut, dass wir hier den Pferdeanhänger dabei haben. Und die Fahrräder sind noch sicher verstaut im Moment. Jetzt erstmal hier den Bäckerwagen suchen. Ich habe mir jetzt hier meine Brötchen am Bäckerwagen besorgt. Allerdings gibt es hier keine belegten Brötchen. Ne? Da habe ich jetzt so ein bisschen Hoffnung gehabt, weil die schon Tag eher angereist waren, hatten auch gestern Morgen zum Frühstück belegte Brötchen. Gibt es aber nur unter der Woche. Montag bin schon wieder woanders. Von daher gibt es dieses Wochenende trockenes Brot. Nein, ich schau mal, die anderen sollen mal ein bisschen was abgeben. Da habe ich doch große Hoffnung, dass das klappt.
Ja. Ich bin vorbildlich und guck mir das neue Video vom Stefan. Ne? So verbringt man hier seine Freizeit auf dem Campingplatz, ne? Ja, wir sitzen jetzt noch ganz nett zusammen hier und frühstücken ein bisschen. Bei herrlichstem Sonnenschein im Allgäu. Gestern Abend, wie gesagt, ist ja richtig, richtig geregnet. Und gleich machen wir eine kleine Radtour. Der Ilja hat die ja vorbereitet. So einen kleinen Rundkurs hier von, ich glaube, 60 Kilometern mit 60 Höhenmetern oder so ähnlich. Sind wir mal gespannt, vielleicht werden es auch ein paar mehr. Und da schauen wir mal, was uns heute dann gleich hier erwartet. Jetzt kurz vor Abfahrt, hier um 9:30 sind wir auch fast vollständig. Jetzt Gabi und Helmut sind auch aufgetaucht. Habt ihr auch eine angenehme Nacht gehabt jetzt in eurem Wohnmobil? Wie totgeschlossen. War es denn die erste Nacht jetzt im selbst gebastelten Wohnmobil? Ja. Weil die haben einen Lieferwagen, ist das eigentlich Lieferwagen oder Transporter halt, ne? Transporter. Aber eigentlich nicht mit Schlafmöglichkeit, aber extra jetzt für die Leckere Devils Tour hier hat Gabi das umgebaut. Ja. Genau. Dass man drin schlafen kann. Wie super. Ja. Ne? Da frag mal deinen Mann, ob er das auch so sieht, dass er gut geschlafen hat. Ne? Moin. Moin. Und was sagst du, auch gut geschlafen? Doch, sehr gut geschlafen. Ja, schön. Ja. Und dann sind wir mal gespannt, was wir heute jetzt hier erwarten. Ja, ich bin auch gespannt. Weil wir haben ja so einige Höhenmeter dabei. Ich habe vorhin gesagt, 60 Kilometer, 60 Höhenmeter, das stimmt nicht so ganz. Die erste Rampe gleich direkt 13%. Und Helmut als Handbiker hier ist ja natürlich schon eine Herausforderung. Ja. Aber wir fahren hinterher und haben gesagt, das ist gar kein Problem. Dann lassen wir die Räder stehen, dann schieben wir ihn rauf, einen Kilometer. Das machen wir auch. Also das ist ja gar kein Thema. Ne? Dann ist ja auch hier ein Electric Devils Handbike, ne, Leute. Ja, genau. Wahrscheinlich das Einzige in diesem Land, tippitoppi. Ja, liebe Leute, noch keine 4 Kilometer gefahren und schon richtig sportlich hier. Trotz Elektromotor, man kann ja auch nicht die volle Leistung zuschalten. Der muss ja noch ein paar Kilometer halten, der Akku. Puh, aber gleich sind wir oben. Und da gibt es bestimmt eine herrliche Aussicht. Ja, und das häufigst gesprochene Wort, was ich gerade höre, ist Reichweitenangst. Ja, und wer schon mal Videos von uns, von Electric Devils gesehen hat, von unseren Touren, der weiß ja, maximale Durchschnittsgeschwindigkeit so 4 bis 6 km/h. Und das erreichen wir dadurch, dass wir nach 5 Kilometern, noch nicht mal 5 Kilometern, dass wir erstmal eine halbe Stunde Pause machen, ne? So wie hier jetzt. Aber nach so einer Steigung, das geht ja auch irgendwie an die Luft und bei Helmut wahrscheinlich auch in die Arme, ne? Oder? Das ist auch nicht ohne. Ja. Wenn wir uns früh noch Bescheid sagen, ne? Dann kommt der Peter wieder und schiebt. Daran sollte sie scheitern, ne? Der hat 2 Akkus, der kann das wohl. Machst du, ne? Ja, natürlich, selbstverständlich mache ich das. Sehr gut. Und Felix, Reichweitenangst? Ja, höllisch, höllisch. Ich habe richtig Panik. Der junge Mann hat vergessen, den Akku ganz aufzuladen. Ganz oder aufzuladen, wie auch immer. Genau. Ist nur angeladen, der sozusagen. Der war noch irgendwie bei 85 oder so. Das sind nicht mal sportliche, die Herausforderung annehmen. Ja. Ich bin stolz auf dich, ne? Dass er hier mit einem angeladenen Akku kommt, aber nicht vollgeladen. Ja, deswegen. Man muss ja auch ein bisschen mal zeigen, ne? Wir haben jetzt auch schon den ersten Schaden hier. Beim Peter ist am Fahrrad der Ständer abgebrochen.
kann man natürlich sagen, okay, 6.000 Euro Fahrrad, wie kann das sein? Aber die kochen auch nur mit Wasser. Der Ständer ist ja kein Riso-Müller-Spezialständer, ist einfach auch nur ein Ständer. Wenn dann so ein Riso-Müller mit zwei Akkus halt auch noch mehr wiegt als ein normales E-Bike, ja, dann ist wahrscheinlich die Haltbarkeit begrenzt. Ne? Der Erik ist ja auch hier mit dem Riso-Müller unterwegs, mit Riemenantrieb. Ist ja hier das, ich glaube, Super Delight heißt das, ne? Sonst korrigiert ihr mich, wenn das falsch ist. Und der hat den gleichen Ständer da dran. Und sagt gerade aus, kann eigentlich das nicht sein. Ne? Wenn ein Fahrrad, das kostet mittlerweile neu über 10.000 Euro, für diese Preise verkauft wird, kann man nicht einfach als Hersteller einen billigen Ständer zukaufen, wie Riso Müller es anscheinend macht. Und dann mit ein bisschen Gepäck am Rad das Ding mal öfter abstellt, wenn man das Fahrrad richtig nutzt, geht es gleich kaputt. Darf nicht sein. Und der Rainer Duesmann aus Münster ist ja auch wieder dabei mit seinem selbstgebauten E-Bike hier. Hat er aus Heidelberg von der Firma EBS hier diesen Frontmotor verbaut und dann diesen Raketenakku. Und ist es alpengeeignet? Was sagst du? Ja, grundsätzlich schon. Man muss natürlich mit einem vorderradgetriebenen Motor, mit so einem Nabenmotor, muss man ein bisschen anders fahren. Der braucht eine gewisse Geschwindigkeit, so um die 10, 15 Stundenkilometer. Und dann hat er die beste Temperatur. Da ist ein Mittelmotor schon überlegen. Aber wenn man sich darauf einstellt und schön vernünftig fährt, dann geht das. Ja. Und bei den Geschwindigkeiten, die wir hier im Durchschnitt heute fahren, so um die 4 km/h, wir halten ja regelmäßig an. Und das ist ja auch gut so. Ne? Wir wollen einen netten Tag haben und hier kein Rennen fahren. Und ich bin auch ganz begeistert, da haben die zum Allgäu hier für unsere Tour heute gerade fertig geworden, einen neuen Radweg gebaut. Ne? Danke. Und ich muss schon sagen, der Ilja hat sich bei der Organisation hier richtig Mühe gegeben, dass er auch noch dieses Bodensee-Ultramar-Rennen für uns organisiert hat, damit uns unterwegs was geboten wird. Also, wenn du das siehst hier, schönen Dank, lieber Ilja. Müsst ihr mal reinschauen hier bei Ilja vom Kanal hier. Reisetruhe verlinke ich euch mal eben oben links. Denn der Ilja hat das Ganze hier für uns geplant. Als Allgäuer. Da ist er. Ja, liebe Leute, mittlerweile Kilometer 12. Wir halten natürlich wieder an, weil wir die Steigung hier gemeistert haben. Und ich komme aus dem Staunen ja nicht raus. Einmal wegen uns, aber auch wegen der Oldtimer-Rallye hier. Ne? Das ist was Besonderes, mal so alte Fahrzeuge zu sehen. Und ich sag's euch auch zu riechen. Ne? Elektroauto von heutzutage hörst du gar nicht mehr. Und die hier riechst du schon ungefähr, wenn sie kommen. Ne? Da weiß man mal, wie ein Auto eigentlich riecht. Ja, so sieht's aus. Und ich glaube, die Höhenmeter, ich muss einen Reiseleiter fragen, die Höhenmeter für heute haben wir, oder? Geht's noch höher? Ist ja schon der Gipfel. Das ist der höchste Punkt hier, siehst du wohl. Und weiter geht die wilde Fahrt. Ja, gerade schon mal erwähnt, die meisten Höhenmeter sind geschafft. Jetzt geht es wieder bergab mit uns hier auch teilweise ganz schön flott. Und ich bin auch ganz stolz auf mich. Ich bin so zurückhaltend gefahren. Ich habe noch 5 Balken hier auf der Anzeige sozusagen. Nach 15 Kilometern und 360 Höhenmetern. Dann soll ich wohl noch mit ein bisschen Restreichweite ankommen heute auf dem Campingplatz. Und brauche ich zumindest keine Reichweitenangst zu haben. Ja, gut, beim Rennrad ist es.
Ich habe mich ja vor dem Allgäu entschlossen, auch Klickpedale ans Rad hier zu montieren, um dann halt ein bisschen energieeffizienter zu fahren. Kann ich halt vom Radsport auch so. Und finde ich jetzt auch ganz angenehm. Ne? Wenn man da ungeübt ist, ist ja nicht ganz unkritisch, gerade in so einer Gegend, wo man sich nicht auskennt, wenn man mal schnell die Füße von der Pedale nehmen muss. Aber irgendwann, wenn man es lang genug gemacht hat, dann ist das so im Hinterkopf drin, dann weiß der Fuß automatisch, dass er sich daraus drehen muss. Und von daher habe ich da schon mal keine Angst, mit den Klickpedalen zu fahren. Und ja, dann glaube ich, dass ich ein bisschen mehr Akku sparen kann hier. Der Helmut muss nach 20 Kilometern jetzt einmal den Akku getauscht haben, Machthülse gerade. Wie viel Kapazität ist denn da drin? Ich habe schon Wortfindungsstörung. Also der hat 500 jetzt. 500 hat einen Akku. Ja, hier in den Bergen, da ja. Der richtig was. Ja. Ja, ist klar, das merken wir alle, merken wir auch in unseren Rädern. Ne? Aber du hast dann auch verschiedene Unterstützungsstufen, die du zuschalten kannst. Ja, drei Stück. Das ist richtig schön, dass ich das mal nicht machen muss. Also, ja. Das tut weh, wenn man die so reinklopft. Ja, ja, die haben, sind echt schwergängig. Das machst du hast immer und das ist gar nicht so einfach. Also ist nicht daran gedacht worden, sag ich mal, ein einfaches Verfahren zu machen. Das heißt, alleine könnte man es ja eigentlich gar nicht. Ne? Nee. Wenn man als Handbiker jetzt allein unterwegs ist mit dem E-Bike, muss man immer eine Hilfe haben. Es gibt hier, ist dieser Kasten hier noch größer. Ja. Da kann man diese Hebel noch. Ja. Umschalten. Okay, also nicht abbauen. Also es gibt so eine Technik, dass man das. Die gibt es. Gibt's auch, alles klar. Ein bisschen was haben wir aber noch, Jungs, ne? Wir müssen uns mal so einen Gummihammer organisieren. Und die reinschlagen, die Akkus mögen das wahrscheinlich auch nicht, ne? Naja, mit so einem Gummihammer, ja. Da vorsichtig. Ja. Weil der Handballen, der tut dann ganz schön weh. Obwohl, das unten sind ja in Anführungsstrichen ja nur Halterungen. Aber trotzdem musst du die auch dort reinklopfen, ne? Ja, ja. Die sind ja hier angeschlossen. Ja, klar, das musst du ja auch sichern, ne? Dankeschön. Und ich erwähne es ja immer wieder, aber es ist ja auch so, seit gut einem Jahr, wegen einem interessanten YouTube-Kommentar unter einem meiner Videos, jetzt diese Gemeinschaft, die sich da gebildet hat und habe ja gerade gezeigt hier die Kutte von Lutz aus Hamburg, dass wir jetzt auch noch mit den Electric Devils Kunden unterwegs sind hier, die E-Bike-Rocker, die Bitoppi. Das ist ein Fotomotiv, ne? Ja, das sag ich dir. So, mittlerweile 12.45 Uhr. Wir haben jetzt 25 Kilometer geschafft in ja, gut 2,5 Stunden. Aber wir halten ja, wie der Ilja als Reiseleiter gerade schon hier als Tourguide gesagt, an jeder Milchkanne an. Da müssen wir aber auch. Ne? Das ist ja der richtige Ort, um einen Fotostopp zu machen. Und das ist auch eine schöne Erinnerung dann auch an die Tour. Und es wird einfach herrlich. Ne? Ich komme aus dem Schwärmen einfach nicht raus. Tippitoppi. Das ist auch nicht nur wegen der Gegend und dem Wetter, sondern auch natürlich wegen der Gemeinschaft, ne? Wegen den Leuten. Denn das macht uns ja aus, ja, als Electric Devils, als E-Bike-Rocker. Und du kannst auch dabei sein. Ja? Wenn du dich dafür interessierst, geh auf unsere Webseite www.electric-devils.de und da gibt es dann weitere Informationen dazu. Aber wieso bist du denn von der Gruppe weggefahren und dann ohne dass du den Track dabei hast? Du bist auch einer, du. Ach, da haben wir Lutz losgeschickt hier. Den verlorenen Sohn wieder einzusammeln. Thank you.
mal den Augenblick genießen, hier ein bisschen das Panorama wirken lassen. So, Kilometer 30, nach gut 3 Stunden sind wir jetzt hier in Fronten angekommen, am Gasthof. Muss ich mal gucken, Falkenstein, das ist nicht schon wieder Falkental, sage. Gasthof Falkenstein hier, da hat der Ilja einen Tisch für uns reserviert. Und da freuen wir uns auf ein kühles Getränk und nettes Beisammensein. Ja, liebe Leute, kleine Mittagspause gemacht jetzt hier in dem Gasthaus. Kleine Mittagspause ist gut, war genauso lang wie die Tour bis dahin, also 3 Stunden. Aber wirklich herrlich mit der Gemeinschaft hier. Und jetzt geht's weiter. Rückweg Richtung Campingplatz, also nochmal 30 Kilometer. Das Allgäu genießen. Da seht ihr auch, wie Devils zusammenhalten hier, dass wir dem Helmut natürlich hier raufhält. Das ist eine 14% Steigung und das kann er aus den Armen nicht, ne? Bravo! Oh, jetzt wird's eng. Bravo! Jawoll! Da sind wir schon ein bisschen stolz auf unsere Devils hier, ne? Ja, nicht nur ein bisschen. Nicht nur ein bisschen, ne? Muss das sein. Ich darf keine Aufnahme machen bei den Husten. Das ist wie so eine Bergetappe hier. Was? Wie so eine Bergetappe. Nach und nach kommen sie alle rauf. Ja, und zur Abwechslung ist mal ein Stückchen rauf. Und dann schauen wir mal, beim Harry war gerade die Kette ab und richtig verkeilt, ob das Ding jetzt hält. Oh, liebe Leute, ich fahre jetzt hier knapp 40 km/h und der Helmut da vorne mit seinem Handbike, das ist ja schon hier ein richtiger Devil-Biker. Da wird hier die Topografie hier richtig ausgenutzt, wenn es bergab geht. Jetzt kommen wir hier in so Bereiche, wo man sagen könnte, wer sein Fahrrad liebt, der schiebt. We are the champion. Ja, liebe Leute, trotz Schiebehilfe ist das natürlich dann so ein Fluch, wenn man ein E-Bike hat, was dann rund 10 Kilo mehr wiegt als ein normales Fahrrad, wenn man das hier raufschieben darf.
Aber dem Schotter ist das mit motorisiertem Antrieb hier für uns nicht zu handeln, nicht vernünftig. Da stehen wir lieber. Es geht halt ganz schön rauf hier. Ja gut, dass wir nicht andersrum gefahren sind, hier runter mit dem Rollstuhl. Und das Ganze hat auch schon erste Opfer hier. Kurz vor dem Ende des Tours. Der Felix. Boah, bin ich tot. Hast du den Helmut geschoben oder warum bist du tot? Was? Hast du Helmut geschoben? Nein, ich hab... Du bist einfach unsportlich. Ja. Aber da seht ihr aber... Wir haben ja auch Ritter dabei jetzt, die mit so einer Steigung hier 18% und Schotter, grober, feiner Schotter, alles gemischt, gar keine Probleme haben. Nämlich hier das Super T-Light vom Erik. Hat dementsprechend auch breite Reifen hier, grobstollig das Ganze. 85 Newtonmeter CX-Motor. Ich habe den gleichen Motor im Rad, aber ich hatte Probleme. Nicht mit der Kraft, sondern wirklich mit meiner Bereifung. Dass die sowas von rechts links gerutscht sind, ist halt Straßenreifen. Da hat man dann im Schotter keinen Grip, ist dafür auch nicht gemacht. Und da muss man sich mal gut überlegen, was man fährt, was für ein Rad man hat, was man sich ja so vornimmt. Ne? Und so wie jetzt gerade, man kann sich halt nicht immer aussuchen. Wenn man eine schöne Runde fahren will, hat man auch mal sowas dazwischen. Aber wir sind auch froh, dass Helmut Heim hier oben angekommen ist. Halt mit Schiebehilfe zweimal hinten dran. Und sonst als Rollstuhlfahrer, barrierefrei ist das auf keinen Fall hier sowas. Ne? Also, ja, das war schon eine Hausnummer. Nix kann dann aufhalten. Ein echten Devil. Ja, liebe Leute, wir sind wieder an der Furt hier angekommen. Und diesmal nicht verfahren mit Komodo oder sonst was, aber das sind halt Wege, die wir mit dem Handbike, Single Trails und sowas dann, was da gerade war, nicht fahren können. Da seht ihr schon, das ist alles hier nicht ganz ohne. Ne? Einen wunderschönen guten Morgen hier vom Campingplatz Öschlesee, hast glaube ich richtig ausgesprochen, im Allgäu. Das ist schon der dritte Tag jetzt hier, Electric Devils Community Wochenende und leider auch schon der letzte. Ist schon fleißig hier alles am Packen, die Leute. Der Peter macht da hinten noch Interviews mit einzelnen Teilnehmern, könnt ihr dann in seinem Video sehen auf seinem Kanal Black Max. Haben gestern Abend noch einen schönen gemeinsamen Abend in der Gastronomie hier verlebt und ich habe einfach gute Laune und freue mich, ich darf jetzt noch weiterfahren und schau mal, ob ich das wirklich schaffe in den nächsten Tagen, dann will ich auch wieder bis nach Hause zu kommen. Irgendwann muss ich leider in Anführungsstrichen ja auch mal wieder arbeiten gehen. Ich hoffe jedenfalls, dass euch unsere kleine Tour hier gefallen hat, dass wir euch jetzt hier bei YouTube mitgenommen haben. Und ich habe zwischendurch ja schon mal gesagt, jeder kann ein Devil sein, jeder darf dabei sein, darf Touren mit uns machen. Da muss man irgendwie nichts Besonderes können oder irgendwie selbst YouTuber sein, muss man auch natürlich nicht. Und informiert euch einfach mal auf unserer Webseite, der Link ist unten in der Videobeschreibung. Und dann freuen wir uns auch auf euch. Ich sage jedenfalls Dankeschön fürs Zuschauen. Ich freue mich schon auf das nächste, auf was ich mit der Gruppe hier unternehme. Und bleibt gesund. Bis demnächst. Euer Swobo. Ciao.
Tschüss.